erfolgsorientiert. Ich denke sehr positiv, Familienmensch und Fußball begeistert. Toller Verein, tolles Umfeld. Derzeit können wir sportlich mit dem Umfeld noch nicht mithalten, aber ich denke schon, dass wir in hoffentlich kurzer Zeit wieder da anschließen können, wo der SKN hin will. Großes, weites Land, weniger Berge wie bei mir zu Hause in Salzburg, aber sehr schönes Land, viele fußballbegeisterte Menschen und die gilt es jetzt zu aktivieren. Ja, das ist eine schöne Aufgabe und die Jungs ziehen im Moment sehr gut mit und es ist noch ein harter Weg, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Österreichische Bundesliga, tolle Liga, leider oft weniger Zuschauer, aber doch können die Spiele sehr begeisternd sein und ich hoffe, dass wir vor allem beim SKN wieder Fußballbegeisterung auslösen können. Ja, sehr guter Spieler, geiler Spieler, auch in der Vergangenheit eine große Herausforderung für jeden Trainer. Ich denke, ich habe schon in der Vergangenheit bewiesen, mit unter Anführungszeichen schwierigen Jungs umgehen zu können. Im Moment funktioniert das sehr gut und ich denke, dass wir einen guten Draht gefunden haben. Ja, wenn er dann konditionell in der Lage ist, über 90 Minuten seine Leistung zu bringen, ist er eine hundertprozentige Verstärkung für den SKN und ich bin froh, dass wir ihn haben. Ja, natürlich, die Ziele des SKN sind, in der nächsten Zeit aufzusteigen in die erste Bundesliga in Österreich. Das ist auch ein großes Ziel von mir persönlich. Ich denke, dass wir derzeit dem großen Ziel hinten nachhinken, aber wir müssen versuchen, jetzt wieder schnellstmöglich auf Kurs zu kommen und dann im Winter die Weichen zu stellen für ein erfolgreiches Frühjahr. Und im Fußball kann immer alles passieren und wir werden, solange die Chance lebt, werden wir uns nicht geschlagen geben. Sicher der Cup-Sieg am 30. Mai auswärts im Ernst-Happel-Stadion gegen Austria Wien. Ja, in meinem Privatberuf sicher auch ein zielstrebiger, ehrgeiziger und entsprechend erfolgreicher Mensch geworden. Ja, ich möchte natürlich, dass sehr viele Leute ins Stadion kommen und wir haben jetzt eine schwierige Zeit, aufgrund dessen auch, dass wir einige Stammspieler noch nicht fit oder noch nicht fit genug in der ersten Mannschaft haben und vielleicht haben sie noch ein wenig Geduld mit uns. Wir werden alles daran setzen, dass wir wieder auf Kurs kommen.